Hi. Was ihr hier seht, ist nur eine kleine Auswahl von dem, was wir dieses Jahr bei unserer Sportwagen des Jahres Tour zusammenbekommen haben. Waren insgesamt 10 Autos. Wir haben hier den McLaren 765LT. Wir haben hier einen Toyota GR Supra. Und wenn wir noch ein Stück weiter gehen, finden wir auch noch eine Corvette C8 als Cabrio. Ein Auto, das für mich persönlich aber auf jeden Fall aus diesem sehr hochkarätigen Feld von insgesamt 10 Autos raussticht, ist der hier. Nicht nur, weil er schäbig eingeparkt ist und vorne über die Linie steht, sondern mit 830 PS ist er das stärkste Pferd im Stall, das wir dabei hatten. Und das gute Stück muss an die Leine gelegt werden. Warum, zeige ich euch. Jetzt habe ich eben gesagt, man muss ihn an die Leine legen. Stimmt nicht ganz. Man kann ihn an die Leine legen. Ist natürlich auch sinnvoll, weil den während der Fahrt mit dem Verbrenner aufzuladen, ist dann nicht ganz im Sinne des Erfinders. Geht aber zur Not. Jetzt brauche ich aber natürlich nicht nur den Stromanschluss, um den 7,45 Kilowattstunden großen Lithium-Ionen-Akku da drin aufzuladen, sondern ich habe ja auch noch einen fetten Verbrennungsmotor da hinten drin. Und der ist ein ganz spezieller. Da gucken wir gleich mal genauer rein. Hier hinten drin haben wir nämlich ein echtes Prachtstück von Motor. Ein vollkommen neu entwickelten V6 Biturbo. Erste Mal 6 Zylinder in einem Ferrari, Straßenferrari. Was viele vielleicht wissen, ist, dass der Dino früher in den 60ern auch einen 6-Zylinder hatte. Aber der lief eben unter dem Firmennamen Dino, nicht Ferrari. Deswegen ist das der erste Straßensportwagen von Ferrari mit einem 6-Zylinder-Motor. Das hat aber auch einen Grund. Zum einen ist das Chassis gegenüber dem F8 Tributo beim 296 GTB um 50 mm eingekürzt, um den Platz dann besser nutzen zu können, brauchten den kompakteren Motor. Deswegen 2 Zylinder weniger, V6. Außerdem ist der Bankwinkel von dem V auf 120 Grad erhöht. Sieht man hier sehr schön, dass die beiden Zylinderbänke da ganz flach drin liegen. Das senkt den Schwerpunkt ab. Und ich kriege im heißen V, im sogenannten Platz, um beide Turbolader unterzubringen, die da drin sitzen. Einer pro Zylinderbank. Und dazu kommt, sehen wir hier diese rote Scheibe, die da drin sitzt. Der E-Motor, der eben über das Hybridsystem gespeist wird. Und dieser E-Motor, der leistet an sich auch schon mal 167 PS und schickt 315 Newtonmeter ins Getriebe. Und der ist sehr kompakt. Der misst nur wenige Zentimeter in der Stärke. Und das Besondere an dem, das ist kein Radialmotor, sondern das ist ein sogenannter Axialfluxmotor. Bedeutet, die Magnete sind nicht rund um die Achse ausgerichtet, sondern die sind entlang der Achse ausgerichtet. Vorteil ist, ich habe bei kompakterem Bauraum eine höhere Leistungsdichte. Das spart auch wiederum Gewicht. Und diese Art der Elektromotoren ist standfester bei hohen Belastungen. Das heißt, ich kann länger höhere Performance von dem Motor abfordern. Was ebenfalls bemerkenswert ist hier an dem Aggregat, ist die Anordnung der beiden Abgasstränge. Die laufen hier oben annähernd horizontal durchs ganze Heck durch, kommen hier hinten zusammen und münden in einem zentralen Endrohr. Ferrari hat sich sogar den Hauptschalldämpfer gespart aus Gewichtsgründen und löst die akustischen Herausforderungen der Gesetzgebung durch ein Bypassventil, das diese zulässigen Lautstärken einregelt. Aber vor allen Dingen klingt das Aggregat sensationell. Ferrari selbst spricht von einem Piccolo V12, einem kleinen V12. Und kann ich nach meinen Fahreindrücken nur bestätigen, wie sich das Ganze anfühlt und natürlich, wie es klingt, erleben wir am besten jetzt beim Fahren. Was als allererstes auffällt, wenn man den Ferrari startet und losfährt, es herrscht Ruhe. Er startet nämlich standardmäßig im Hybridmodus und solange ich nicht eine höhere Leistung fordere, läuft er erstmal als E-Motor, solange Saft im Akku ist. Das dauert eine ganze Weile. 25 Kilometer sind maximal drin. Realistisch, naja, irgendwas zwischen 15 und 20 ist aber trotzdem eine ganze Menge. Und das Auto schiebt ja dann auch immerhin schon mit 167 PS und bis zu 315 Newtonmeter an, ist also durchaus ganz flott und macht immerhin 135 km/h. Richtig Spaß macht das Ganze natürlich aber erst, wenn ich den Verbrenner dazu schalte, zack, im Performance-Modus. Dann entfessle ich auch die komplette Systemleistung, 830 PS sind drin und ein Drehmoment von über 1000 Newtonmeter, 1055 Newtonmeter, um genau zu sein, wenn E-Motor und Verbrenner zusammenarbeiten. Die
maximale Kraft habe ich aber tatsächlich nur im 7. und im 8. Gang verfügbar. Darunter wird es ein bisschen reduziert, nämlich um den Eindruck aufrecht zu erhalten, dass ich durch die Gänge durch eine sich immer weiter steigerndere Leistungsentfaltung habe. Damit fühlt sich das Auto vom Charakter her noch mehr an wie ein Saugmotor und hat auch beim Anfahren schon mehr als genug Druck, um im Zweifelsfall die Hinterräder durchdrehen zu lassen, aber das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Außer dem Hybrid- und dem Performance-Modus haben wir dann auch noch hier den Qualifying-Modus. Im Qualifying-Modus läuft auch der Motor die ganze Zeit, die Batterie unterstützt, beziehungsweise der E-Motor unterstützt. Da ist die Zielsetzung aber die, dass wirklich das letzte Quäntchen Energie aus dem Akku rausgeholt wird und der Motor, der E-Motor, jederzeit mit voller Kraft schiebt. Das Rekuperieren tritt ein bisschen in den Hintergrund, deswegen kann ich das auch nicht allzu lange machen, daher der Name Qualifier, sondern das ist wirklich gut für ein, zwei, vielleicht drei schnelle Runden auf der Rundstrecke und dann sollte ich wieder zurückwechseln in Performance. Und natürlich kann man das Auto auch auf rein elektrischen Fahrbetrieb umschalten. So, dann drückt auch, wenn ich etwas fester auf dem Gas stehe oder auf dem Fahrpedal stehe, rückt der Verbrennungsmotor nicht ein, schaltet sich nicht zu und ich kann sehr gut dosiert die Leistung vom E-Motor abrufen. Und meine Nachbarn schon. Wer fürchtet, dass der Ferrari, weil er den Hybridantrieb an Bord hat, jetzt unnötig schwer ist, wird enttäuscht oder kann beruhigt werden. Der Sechszylinder alleine, die Umstellung vom 8 auf den Sechszylinder, spart schon mal 30 Kilo ein. Dadurch habe ich schon mal einen Großteil des Gewichtes, das beispielsweise der Akku zusätzlich mit reinbringt, wieder ausgeglichen. Außerdem ist der Auspufftrakt um einiges leichter als etwa beim 8-Zylinder, weil er direkter läuft, kürzere Wege hat, ein ganz dünnwandiges Inconel-Material benutzt. All das spart Gewicht, sodass ich bei dem Auto hier auf ein Trockengewicht von 1485 Kilo komme. Dann gibt es noch das sogenannte Assetto Fiorano, das ist noch so ein Optionspaket, mit dem ich noch ein paar Carbonteile ans Auto kriege, das Auto noch ein bisschen weiter in Richtung Rennstreckendynamik abstimmen kann und nochmal 15 Kilo aus dem Gewicht raushole. Ein weiterer Vorteil des neuen V6 besteht darin, dass in dem heißen V etwas kleinere Turbolader eingesetzt werden können. Die sprechen noch ein Stück schneller an als die ohnehin schon fast kaum spürbar verzögerten Turbos im V8-Motor, wie man ihn aus dem F8 Tributo zum Beispiel kennt. Die sind noch schneller auf Drehzahl, können noch höher drehen, schaffen 180.000 Umdrehungen und sparen insgesamt 11% Gewicht ein. Auch das in Summe führt dazu, dass das Auto wunderschön leichtfüßig bleibt. Wie sich das Zusammenspiel von E-Motor und V6 anfühlt und anhört und wie das anschiebt, das probieren wir jetzt mal einmal aus. Schiebt fantastisch an, klingt echt richtig geil, klingt wirklich wie ein V12. Diese hellen Obertöne, die da durchkommen, die auch über so ein Resonanzsystem hier auf die hintere Schottwand geleitet werden, damit ich als Fahrer auch was davon habe, als Beifahrer. Gänsehaut. Einfach wunderschön. Aber Autobahnverkehr rund um Köln, hier ist natürlich nicht wirklich viel mit richtig Gas geben. Ist auch sicherlich die falsche Stelle dafür, gehört auf die Rundstrecke. Gar keine Frage, macht trotzdem Spaß. Aber kriegen wir hier unmöglich ausgefahren. 330 km/h mindestens, verspricht Ferrari. Und so wie der anschiebt, besteht da auch gar kein Zweifel, dass wir die schaffen würden. Wenn ihr noch mehr zum Auto wissen wollt oder zu den anderen neuen Teilnehmern der Sportwagenwahl des Jahres, dann guckt gerne ins nächste Heft. Da ist alles drin, auch die Einschätzung meiner Kollegen zu den Autos. Und wünsche euch schon mal viel Spaß. Ich habe auf jeden Fall Spaß.